Und damit, ja, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer energiegeladenen Folge von Kirby's Return Dreamland Deluxe. Heute schauen wir uns den Boss der dritten Welt an und ich habe mega Angst. Welt 3 war jetzt nicht so die beste Welt für mich. Aber ich habe die Hoffnung, dass es besser wird. Für mich ist schon wieder einige Zeit vergangen. Was ist das hier? Boah, das wäre krass beim Fight. Boah, ja, wir nehmen das. Safe nehmen wir das. Oh, ich will noch nicht. Ich will noch nicht. Nee, für mich ist schon wieder tatsächlich eine ganze Weile her, seitdem ich Kirby aufgenommen habe. Deswegen verzeiht, wenn ich ein bisschen vielleicht Probleme mit der Steuerung haben sollte. Aber ich bin auf jeden Fall energiegeladen. Ich habe Bock. Zumindest auf ihn hier. Mrs. Puff, sind sie's? Diglip! Er wird voll reingeballert hier. Einen aufgeladenen rein da. Oh, lol! Warum ist Kirby gerade nach links gegangen? Bam, bam, bam. Komm, aufgeladenen reindrücken. Zack, nochmal. Bumm. Komm, komm, komm. Ja, er macht seine komische Rollattacke. Aufgeladenen rein da. Ballern. Nein! Warum ist Kirby gerade so komplett random nach links gesprungen? Ich check's nicht. Ich verstehe nicht, warum Kirby manchmal sich denkt, so, ja, jetzt Richtung wechseln ist eine gute Idee. Hier, einen aufladen. Boah, was war das? Oh, der ist so groß wie der ganze Screen. Wie soll ich ihn denn ausweichen? Hier, Kirby, hör doch auf. Hä? Was macht er denn? Ich verstehe, er macht immer so Bounces oben und unten. Ja. Ja, und jetzt hört er auf. Das ist so ein Müll. Er macht seine Wasserattacke. Nein, er macht seine Rollattacke. Ach, und da können wir doch oben ausweichen. Flieg, 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 flieg. Oh mein Gott, das war so derum knapp. Warum denkt Kirby, er wäre so der krasseste Dude? Ich werde das nicht überleben. Hier, warum, warum? Kirby, hör auf damit. Du sollst schön auf Distance gehen hier. Ja, komm. Das war jetzt aber smart. Let's go, er ist down. Das war viel zu knapp. Ich habe mich schlecht angestellt. Aber warum Kirby auch so eine Schlagattacke macht und auf die Gegner zusprintet, weiß ich nicht. Hätte nicht sein müssen. Da bist du ja wieder, Kirby. Jetzt hat der Kreuzer wieder zwei Flügel. Den linken und den rechten. Es sieht schon wieder wie ein echter Sternkreuzer aus, findest du nicht? Noch zwei weitere Teile und dann wird die Lore wieder fliegen können. Nur weiter so, Kirby. I believe in you. Ja, Magolor. Magolor, was? Magolor? Magolor ist aber auch so eine herzensgute Person. Der unterstützt mich hier in meinem Vorhaben. Er hilft mir, die Teile zurückzuholen. Das ist super. Er sitzt die ganze Zeit nur in seinem Raumschiff rum und guckt auf einen Monitor, der vermutlich die ganze Zeit nur dasselbe anzeigt. Aber wir kommen jetzt erstmal in die endlosen Eiswaffeln. Das klingt nach einer Eiswelt. Welche Überraschung.
Aber keine Ahnung, was mich hier erwarten tut. We will see. Stage number one. Lass uns doch direkt mal hier reinschauen. Geht's hier nach links? Nein. Ich bin schon zu gebrainwashed von Nua. Ich will schon immer jetzt links gucken. Hier. Wann macht er? Wenn ich laufe und angreife, macht er die Attacke. Und wenn ich stehe, dann schießt er. Okay. Das heißt laufen, schlagen. Okay. Hör, wer bist du denn? Nee, deine Kraft will ich haben. Es ist wortwörtlich der Super Saiyajin Kirby. Strong, aber hier geht's doch nach oben. Das sehe ich doch. Bumm. Bisschen der Heilung. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Kirby ist schon... Kirby ist krasser geworden gerade. Boah. Das sieht halt richtig... Ja, komm. Ihr respawnt wie die letzten Geckos die ganze Zeit. Als ob ich mir die Mühe machen würde, gegen euch 1000 Mal zu kämpfen. Ich finde es auch gut, dass wir schon alle Gears haben. Warum ist Kirby auf einmal so der krasseste? Wie cool ist das denn? So. Dich werde ich komplett aus dem Leben feuern. Geh doch weg hier. Da unten ist ein Feuer... Ich wollte Feuerfighter sagen. Aber Feuerfighter ist ja das englische Wort für Feuerwehr. Und er ist so ziemlich das exakte Gegenteil von der Feuerwehr. Oh, ich hätte hier Feuer gebraucht, um reinzukommen. Schön, dass einem das... Ich finde das immer wieder toll. Nee, solche Dinge stören mich. Muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich... Nee, das ist sowas, das gefällt mir gar nicht. Dir wird hier ein Item aufgezwungen, aber du weißt nicht, dass es dir aufgezwungen wird. Aber du brauchst es, um weiterzukommen. Und das finde ich halt wack. Vielleicht bin ich auch wieder der Einzige, der das so sieht. Aber ich finde es nicht gut, dass das gesagt wird, ja, ey yo, du brauchst jetzt Feuer. Und wenn du Feuer nicht hast, ja, dein Problem. Für dich bleibt es jetzt so schwer. Oh, let's go. Wundervoll. Rein da und weiter. Ich bin echt krass motiviert, aber ich versuche mich relativ ruhig zu halten, um nicht zu eskalativ zu wirken. Weil... Ich versuche immer ein bisschen entspannt zu sein hier beim Aufnehmen. Das ist so der... Oh, das war dumm. Nein! So, ja. Okay. Oha, jetzt kann ich auch noch sterben. Da ging's hoch, das habe ich gesehen. Da ist ein Zahnrad, bitte sei das Erste. Natürlich ist es das. Tue ich's doch. Ich schieb's auf die Capture Card, weil das ein bisschen, das kommt verzögert bei mir am Screen an, das ist nicht gut. Let's go. Hat auch überhaupt nicht lang gedauert. Ja, komm. Let's go. Nein. Ich will nach da unten. Ey, das ist... Ihr glaubt nicht, wie schwer das ist. Ich will... Nur noch den Progress. Ich will einfach weiter. Ja. 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 Dankeschön. Wie wäre ich nach da unten gekommen? Es ist mir egal. Wir machen keine 100%, Guys. Also jedem, der das noch nicht klar ist. Wir machen keine 100%. Hatten wir das Item schon? Ja, wir hatten das schon. Doch, doch, doch. Natürlich hatten wir das schon. Hui, das war knapp. Ich finde es ein bisschen weird, dass der Angriff 200 Jahre dauert. Aber das ist okay. Will ich wissen, wie ich nach da unten komme? Ach so. Gar nicht. Nee, ich mache mir da auch keine Mühe mehr, wirklich. Also wenn das nicht offensichtlich ist und... Geh am Anfang random nach links. Da ist da vielleicht ein Eingang. Ich weiß nicht mal, ob das so ist, aber wenn, dann wäre das schon... Ach, komm.
Macht doch Secrets wenigstens so, dass sie sich auch anfühlen wie Secrets und nicht wie einfach, yo, irgendwelcher random Schmutz. Komm. So reingedrückt jetzt. Junge, wie auch 10 Minuten brauchst du, dich umzudrehen. Kirby, was ist los mit dir? Schwert, viel besser. Dieser Pfeil regt mich auch maximal auf. Jedes Mal. Der sagt mir immer so, ja, also das könntest du auch besser machen. Du könntest wissen, dass man hier hin muss. Das ist so random. Das ist so random. Hier links oben könnte jetzt zum Beispiel noch ein Zahnrad sein und es wäre fair. Nö, ist hier aber nicht. Du kannst nicht mal aus dem Screen rausfliegen. War das schon immer so? Ich weiß nicht, aber wir sind am Ende des Ziels. Und bin ich schon wieder salty? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Bonusspiel. Oh, das war kein guter Jump. Das war ein perfekter Jump, wollte ich natürlich sagen. Der hat sich aber actually nicht so gut angefühlt. Ich dachte, ich habe ein bisschen zu spät gedrückt. Aber ist ja gut hier. Vollgas rein da. Kommen wir direkt zur nächsten Stage. Was gibt's hier oben? Hier wäre jetzt cool so ein Secret. Ja, guck mal, hier ist ein Schneemann. Hier ist Stage 5. Es gibt 5 Stages? Plus eine Boss-Stage? Okay, lasst uns in Stage 2 hineinschauen. Mal gucken, was uns erwartet. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass es ein bisschen fairer wird. Vielleicht bin ich auch einfach nur eine Heulsuse. Wenn ich eine Heulsuse bin, Guys, Hashtag Heulsuse in die Kommentare. Und wenn ihr findet, dass meine Kritikpunkte gerecht sind, dann sagt, schreibt Hashtag Justice rein oder so. Der fällt doch um. Ja, der. Ich bin der. Was? Von was habe ich Schaden bekommen? Ich stand doch nicht mal in dem drin. Oh, da kam so ein weißer Schneeball raus. Nein, ich wollte seine Fähigkeit haben. Weil das war ein neuer Gegner. Ihr seid aber keine neue Form von Gegnern. Deswegen werde ich euch ganz entspannt einfach wegmachen. Oh, du hast noch einen Kaffee für mich. Nehme ich gerne. Dankeschön. Ihr wisst Bescheid, Geist. Okay, springen dürfen wir nicht. Da werden wir straight up einfach getroffen. Das ist sus. Das ist jetzt ein Secret. Seht ihr das? Fühlt ihr das? Das ist... offensichtlich. What the hell? What the hell war das? Ist okay, ist okay. Ich habe mir mehr erwartet von dem Secret. Nee, jetzt kommen hier Zeiss-Apfen. Oh, die fallen random runter. Ich will deine Fähigkeit. Du hast keine, dankeschön. Ey, habt ihr gesehen, dass Kirby nicht gesprungen ist? Was ein Scam. Oh, aber hier können wir jetzt was machen. Lauf, 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 lauf. Was muss ich tun? Bumm. Natürlich. Ah, bitte, bitte. Uiuiui. Ah, okay, wir hatten noch genug Zeit. Habe ich umsonst diesen Stress gemacht. Bumm. Ich dachte gerade, ich wäre gestorben wegen dem Sound. Nein, ich wollte immer noch eure Fähigkeit haben. Hier ist das nächste Zahnrad. Nice. Achso, das war alles. Hier ist nicht das nächste, hier ist sogar das erste. Boah, krass, jetzt bin ich proud of myself. So. Warum hat Kirby sich jetzt umgedreht? Ich habe clearly nicht nach links gedrückt. Und was macht Kirby in dem Zusammenhang? Er dreht sich erstmal um. Kirby, was ist los mit dir? Also sowieso seit Welt 3 ist die Störung auf jeden Fall anders. Das habe ich ja schon mal gesagt. Und ich bin immerhin nicht der Einzige, der das sagt. Ich weiß nicht, warum es so ist. Aber die Steuerung
Auch die Physik so minimal hat sich scheinbar echt verändert zwischen Welt 2 und 3. Ich bin nicht der Einzige, der das behauptet, okay? Und es hat auch nichts mit der Steuerung im Wasser zu tun. Scheinbar auch in späteren Welten. Merkt man auch mal im Vergleich zur ersten Welt extrem, wie die Steuerung einfach ein bisschen anders ist. Halt dumm. Ach Mann. What the hell? Auf einmal komplettes Hardcore Jump and Run. Nee, das ist okay. Als ob hier nur Heilung ist. Oh, hier ist aber ein neuer Schuh. Okay. Dann will ich gar nichts gesagt haben. Ich komme ja auch mit dem Schuh rein. Okay. Manchmal verlieren wir ja Dinge, wenn wir durch Türen gehen. Oh mein Gott, dass das funktioniert hat, zu schön. Und ein wunderbar lecker schmeckmutastisches Zahnrad gibt's hier. Wham. Zu schön. Sache ist, ich werde den Schuh jetzt in 5 Sekunden wieder verlieren. Und da ist auch kein neuer. Natürlich nicht. Wäre ja auch cringe. So, lasst uns einfach mal hier umlaufen. Ich muss... Halt, ihr seid doch Items, die ich brauchen könnte. Genau, hier das Rock-Item. Warum stelle ich mir Kirby jetzt so mit der Form von The Rock vor? Wisst ihr, wie ich meine? So. Oh, ich muss das hier tun. Hui, guck mal, wir sind Magolos. Magolor? Magolos Schiff. Boah, war das knapp. Ich hätte auch getroffen werden können. Nee, brauche ich nicht. 8 Tonnen! Okay. Hier, das ist The Rock. Seht ihr, seht ihr? Ich wusste es. Er kommt doch. Ui, ui, ui. Das hätte auch ein bisschen schief gehen können. Bumm. Oh, ein bisschen Heilung. Die ich jetzt eh gleich wieder verliere. Oh, oh, oh. Ich möchte eigentlich Magie. Magie ist wirklich krass. Okay, wer stellt sie uns entgegen? Es ist... Hallo? Der einzig wahre Super Bonkers. Oh yeah, komm. Die Spin Attack. Rein da! Ich find's gut, dass du mich so nicht hitten kannst. Und du sogar down bist. Das ging relativ schnell. Natürlich habe ich ein bisschen Damage in Kauf genommen, aber es ging super cool. Super cool, super schnell. Und dafür habe ich jetzt einen mega krassen Ultrahammer! Oh. Okay. Scheinbar ist der Hammer sowas Dreidimensionales. Und der schlägt nicht nach links und rechts, sondern nach vorne. Hey, was soll ich denn hier tun? Der sagt mir die ganze Zeit, beweg deinen Stick irgendwie so und so, aber... Wie ist der Hammer vorher so groß geworden, ist egal. Okay, ich muss wirklich mich da draufstellen. Hallo? Ich check's nicht. Ich bewege den Stick einfach in jede erdenkliche Richtung. Wird schon richtig sein. Ich hab den doch jetzt clearly getroffen, ja. Ah, und dann können wir auch wunderbar hier runter. Oh, stimmt, es gibt ja One-Ups für Geld. Wir brauchen mehr Geld, Guys. Ich habe so Angst, was mich noch in den nächsten Welten erwartet. Weil das ist nicht das einfachste Game. Sag ich jetzt mal vorsichtig. Komm, komm hier. Den treffe ich. Rein da. Komm.
Also bewegt den Stick einfach in random Richtungen. Wenn ihr ihn in einzelne Richtungen bewegt, links, rechts oder so, funktioniert das gar nicht. Ein weiteres Run-Up für meine Tasche. Und ein Ticket, mit dem wir scheinbar irgendwelche Masken bekommen oder so ähnlich. Rein da. Bam! Ui, ein weiteres Secret für uns. Let's go. Finde ich sehr schön. Rein da, kann man machen. Läuft gut bis jetzt, läuft gut. Ich bin überrascht, dass die neue Welt nicht der Tod ist. So, let's go. Ich habe einen Key. Das heißt, ich kann nicht fliegen, richtig? Ja, richtig. Ey, wenn ich jetzt wieder draußen spawne. Spawn mich am Anfang der Stage. Ah, okay, ich kann aber wieder entern. Unnötige Sequenz jetzt, die ich... Also... Wenn jetzt... Also... Aber gut, dass ich jetzt weiß, dass ich mit einem Key in der Hand nicht springen kann. Nicht fliegen kann. Die Wand ist auch dynamisch, by the way. Das ist wirklich so. Das habe ich mir beim letzten Mal nicht einfach nur eingebildet. Hallo! Die Wand wird tatsächlich schneller, wenn wir auch schneller werden. Und sie wird langsamer, wenn wir langsamer werden. Also theoretisch Angst vor der Wand müssen wir jetzt erstmal nicht haben. Heißt aber nicht, wir können jetzt auf ganz entspannt durchlaufen. Da oben wäre nur Geld. Hä? Hui. Was soll ich da machen? Nee, das wird geskippt. Wir machen... Nee, gar nichts. Gar nichts mache ich. Gar nichts mache ich. Gar nichts mache ich. Das finde ich ist einfach nur Schmutz. Nee, okay. Okay. Ich hab's jetzt nochmal probiert. Es hat nicht geklappt. Wir steppen weiter, Guys. Wir steppen weiter. Werde mich nicht zu lange an Stellen aufhalten. Ich will, dass dieses Spiel Spaß macht. Und so macht es halt gar keinen Spaß. Ich find's schade. Also, dieses Spiel wird meiner Meinung nach auch einfach falsch beworben. Es wird beworben als Spaß für die ganze Familie. Also wenn ein... Das ist ab 6, by the way. Wenn ein 6-Jähriger in diesem Spiel besser sein sollte als ich. Ja? Gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder er kommt aus Asien und spielt Kirby, seitdem er geboren ist. Er kommt aus Japan einfach. Aus Japan. Shigeru Miyamoto ist sein Dad. Seine Cousins arbeiten alle bei HAL Laboratory. Oder der Junge hat einfach kein Leben. Also das Spiel wird beworben als Familienspaß für die Familie. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schlechter Gamer bin, ja? Aber dass das Spiel für mich so krass zum Problem wird, zeigt halt einfach, dass das Spiel eben nicht unbedingt für die Familie ausgelegt ist. Deswegen. Aber ich feiere Kirby trotzdem. Ich habe nie gesagt, dass Kirby schlecht ist. Wie gesagt, ich bin ja... Ich brauche das Feuer doch... Safe, irgendwas. Boah, ich hätte es hier gebraucht. Ich muss jetzt legit hier drüber fliegen, weil der Boden unten, der aussieht, als wäre er durchlässig, gar nicht durchlässig ist. Ja, ich hätte das Feuer gebraucht. Komm her. Komm. Kann ich nach unten angreifen? Nein! Deswegen keine Ahnung, wie ich da drankommen soll. Aber ist ja nicht unser Problem. Wir machen ganz entspannt weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, Leute schauen sich das Let's Play nur an, um mich ragen zu sehen. Das ist euer Ding. Ich werde euch nicht dafür verurteilen. Ich werde euch nicht dafür verurteilen, wenn ihr sagt, dass es euch stört, dass ich die ganze Zeit rage. Es stört mich selber. Ich hätte auch gerne Spaß bei dem Game. So ist ja nicht. Ich würde dieses Game gerne... Nee, komm. Durch. Einfach durch. Gar nicht versuchen, hier krass irgendwie was zu regeln. Ich glaube, wenn man einfach dieses Spiel spielt, ohne es wirklich zu... Da kann man das, glaube ich, ganz gut genießen. Aber nicht, wenn es halt auf die dümmste Art und Weise... Also, Junge, ich habe 5-mal B gedrückt. Was macht Kirby? Nö, ich spuck jetzt nicht. Nö, lass mich in Ruhe. Ich mach das jetzt nicht. Es ist mega wack. Es ist mega wack.
Natürlich kommt jetzt da oben was. Und jetzt wieder unten. Und dann wieder oben. Und dann wieder unten und dann wieder oben. Und immer abwechseln. Nee, alles gut, ist okay. Ich will das haben. Bin ich dadurch... Ah, okay. Das macht zum einiges entspannter. Ich brauch den Feuerfritz. Ja, nein, ist okay. Nimm halt den Diamanten in die Hand, anstatt dir das zu machen, was ich dir sage. Und zwar, den Angriffsknopf zu drücken. Ob ich ein Problem mit diesem Game habe? Nein! Alles ist fein. Jetzt mach... Guys, das ist okay. Lass ein Like da, bitte. Bitte. Das wäre halt zu nett für euch. Warte, ich kann doch hier unten langlaufen. Ach nee, kann ich ja nicht. Wisst ihr, wieso nicht? Weil der Boden, der durchlässig ist, nicht durchlässig ist. Ach, come on. Also das ist wack. Das finde ich wack. Kann man hier hoch? Nee, scheinbar nicht. Okay, wir sind wieder back. Ich musste kurz, egal. Achso, ja. Ich musste kurz sterben. Ich möchte das bitte bildlich hier nochmal darstellen, dass ich hier nicht hochkomme. Okay, machen wir weiter. Es ist halt so stupid. Es ist halt so stupid. Hör doch einfach auf zu existieren. Ich kann dagegen auch nichts machen, weil Kirby zu dumm ist, nach oben zu schwimmen. Du bist gezwungen, hier Damage zu nehmen. Na, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Du hättest einfach nur die Tangente tangieren müssen und dann... Wollt ihr heute mit guter Laune hingehen? Da habe ich fast meinen Kaffee verschüttet. Bin zutiefst empört von diesem Game. Und es macht keinen Spaß mehr. Spiele ich, by the way, auf dem einfachen Modus. Spaß für die gesamte Familie. Okay, so. Ich habe es dann auch mal nach hier oben geschafft, ohne zu sterben. Ben, was soll ich mit dem Key? Ich komme clearly hier nicht durch. Warum sollte ich diesen Key mitnehmen wollen? Für die Tür und wetten. Oh mein Gott. Da unten wäre so ein Zahnrad gewesen. Oh, der war gut, der war. Nein, das war... Let's go, das war richtig krass. Das war krass. Könnt ihr nicht sagen, das performt alles. Der Pfeil sieht zu schön aus in meinen Augen. Guys, by the way, das ist wirklich das letzte Level. Ich glaube, die Folge hat schon ein bisschen Überlänge. Also zwischen 25 Minuten und 30 Minuten sind wir hier nicht mehr. Ja, er hat einfach meinen Sprungknopf nicht angenommen. Das ist kein Problem. Okay, Guys, ich würde sagen, ich brauche eine kurze Pause. Guys, wenn euch das Ganze heute gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Channel, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen mehr davon. Bitte beendet mein Leiden. Lasst dieses Spiel bald enden. Wir sehen uns. Ciao, ciao, Leute. 1, 2, Haferball. Kirby ist ein rosa Kerl. 1, 2, Haferball, denn Kirby ist sehr süß. 1, 2, Haferball. Kirby ist ein rosa Kerl. 1, 2, Haferball, denn Kirby ist sehr süß.